Hallihallo Freunde, heute kommt ein kleiner Produkttest für zwischendurch und der Umbau mit Fridolin geht auf jeden Fall weiter und nächste Woche kommt dann schon das nächste Inneneinrichtungsvideo und ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Wir sind mitten im Urlaub bzw. am Ende unseres Urlaubs angekommen. Ich habe jetzt gerade das Video hier zu Ende geschnitten, habe gemerkt, ich habe gar kein Intro und kein Outro aufgenommen und dachte, das mache ich einfach mal direkt hier aus dem Urlaub und auch einfach euch nochmal ein paar Erfahrungen am Ende mitzuteilen. Also, worum geht's eigentlich? Es sind Arbeitsscheinwerfer von Osram und wie ihr im Video auch sehen werdet, ich habe zwei Paar zugeschickt bekommen. Das heißt, ein Paar könnt ihr gewinnen. Ihr könnt einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wofür ihr die Arbeitsscheinwerfer benutzen würdet, beziehungsweise warum ihr die gebrauchen könnt. Und dann werde ich mir einen rauspicken und denjenigen anschreiben und dann das Paar Arbeitsscheinwerfer zuschicken. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß und am Ende gibt es nochmal ein kleines Fazit bzw. Erfahrung auch hier aus dem Urlaub. Ja, was haben wir hier jetzt noch? Die Firma Osram hat mich mal angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich Arbeitsscheinwerfer von denen testen möchte oder haben möchte. Und ja, da sagt man nicht nein. Ne? Also ich werde mal gucken, was ich hier jetzt bekommen habe und auch gucken, ob das an den LT passt oder vielleicht ist es ja eher was für Oscar. Wir schauen mal rein und gucken mal, was die uns hier Gutes zukommen lassen haben. Wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich das über einen Extraschalter gemacht. Das habe ich gemacht einfach, damit ich es unabhängig vom anderen Licht schalten kann. Es gibt auch die Möglichkeit, das Standlicht direkt zu wählen oder das Fernlicht zu wählen. Das ist auch so erlaubt, also das ist CE-konform. Das steht auch alles hier ganz wunderbar in der Anleitung beschrieben. Ihr habt wie gesagt zwei Modi, quasi einmal den Standlichtmodi und dann einmal den Fernlichtmodi. Der Fernlichtmodi, der haut richtig rein. Wir gucken uns das Ganze jetzt natürlich im Dunkeln auch nochmal an. Ich finde, mit der Anleitung kriegt man alles wunderbar hin. Es sind nur drei Adern, mehr habt ihr nicht. Aber jetzt schnacken wir mal nicht länger rum, jetzt gucken wir uns das Ganze im Dunkeln an. Viel Spaß! Als Fazit möchte ich euch ganz kurz mitgeben, ich finde auf dem Video ist es allemal nicht so rübergekommen, wie es in Wirklichkeit ist. Also die Scheinwerfer hauen richtig rein. Ihr dürft die auf keinen Fall anhaben, wenn von vorne jemand kommt, weil das ist nämlich ganz was anderes als das normale Fernlicht. Auch gerade bei so alten Autos ist das natürlich relativ schwach. Da ist das schon mega, mega hilfreich. Auch auf der Suche nach Spots zum Beispiel, wo man irgendwie campen könnte oder wo man eben wild stehen kann, ist das wirklich hilfreich. Wir haben das jetzt ja sehr lange hell gehabt, also bis 21 Uhr ungefähr war es immer hell. Das heißt, wir haben sie gar nicht so sehr benötigt, aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Zeit, wo wir sie benötigen, weil dann können wir sie wirklich sehr gut benötigen. Also hier in so einem alten VW LT sieht es halt einfach so aus, als hättest du Kerzen vorne drin. Und da ist es einfach wirklich schon ein Must-Have, solche Zusatzscheinwerfer zu haben. Jetzt hoffe ich, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Falls es euch gefallen hat und falls es für euch interessant war, gebt gerne einen Daumen nach oben dafür. Und schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch irgendwas wissen wollt oder falls ihr irgendwas zusätzlich wissen wollt. Und wie gesagt, schreibt gerne einen Kommentar, falls ihr das zweite Paar Scheinwerfer zugeschickt bekommen haben möchtet. Und ich pick mir dann am Ende einen raus. Und jetzt hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!